Veto, das wird jetzt einfach eine Anmoderation, die kannst du einfach runterladen. Das kannst du einfach vor x-beliebige Runde einfach runter, also runterladen, weißt du? Willkommen auf. Willkommen zurück zu einer wunderbaren Runde HG hier auf dem Zweitkanal. Bastian! Ja, nochmal großes Dankeschön für die 20.000 Abonnenten, das Team des Zweitkanals. Bastian! Und ich sind sehr erfreut und stolz darüber, dass hier die, Zahlen steigen und ich freue mich, dass ihr immer so fleißig am Supporten seid. Großes Dankeschön an der Stelle natürlich an Veto, Monty und Silas, die sich by the way darum kümmern, dass hier regelmäßig, da machen wir einen Cut, regelmäßige Videos kommen und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an mich selber, dass ich hier so tollen Content produziere. Oh, ich streich meine Nippel, ich bin Basti. Dass hier auch so viel kommen kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Runde HG. Das wird hier auf jeden Fall ein super Gameplay. Das wird richtig gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Einen richtig hammer-nicen Day. Gönnt euch den ersten Link in der Videobeschreibung. Werbung an... da machen wir einen Cut. Werbung an der Stelle. Und Gang, Gang. Ist somit das Geilste, was du auch machen kannst, dass du dich halt einfach vor, bevor du AG spielst, hier mal kurz ein bisschen einrefillst, einrecraftest. Ich bin halt immer noch mal überlegen, bevor ich wieder zu einem Only Ninja Player werde, habe ich Bock eigentlich noch ein paar mehr andere Kids auch auszuprobieren, die halt einfach auch gut Bock machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt echt nicht, was ein Kid sein könnte, was mir auch in Zukunft ziemlich gefallen könnte. Ich weiß echt nicht, was das sein könnte. Also, mach mal Blink. Blink ist auch ein nices Kid, ja. Stimmt schon. Gladi ist nicht. Na, Gladi habe ich keinen Bock so drauf. Copycat. Copycat ist eigentlich echt ein guter Call. Copycat bockt eigentlich immer zu spielen. Copycat geht eigentlich immer laut. Geht immer klar. Berserkers OP laut ausstehen. Ich habe gestern ja gegen Vision, gegen Hassan gefightet. Der Dings war. Also, ich habe es aber so mitbekommen. Berserker ist so ein bisschen wie früher. Dass du, wenn du einen normalen Mob einfach killst, ja auch Stärke bekommst. Ist ganz nice. Was kann Copycat? Wenn ich einen Kill mache, kriege ich einfach das Kit von der Person, die ich gekillt habe. Dadurch sieht man einfach verschiedene Kits, was eigentlich ganz cool ist. Lohnt es sich, auf dem Server zu spielen, wenn man nicht gut zoomen kann? Ja, inwiefern definierst du denn, lohnt es sich? Ich meine, was ist denn dein Anreiz? Also warum willst du auf einem Minecraft-Server spielen? Wenn du nur gewinnen willst, dann ist es vielleicht... Dann lohnt sich das vielleicht nicht. Wenn du nicht gut zoomen kannst, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber Spaß kannst du auf jeden Fall auch haben, ohne gut zoomen zu können. Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, auf Dojo kannst du bei den, wo ich jetzt gerade war, bei den Challenges oder bei verschiedensten Stuff, da kannst du auf jeden Fall gut zoomen auch üben. Also Lava-Challenges, einfach Refills ein bisschen üben, das bockt schon. Wenn du dann merkst, so Step by Step wirst du immer ein bisschen besser, langsam. Die ganze Thematik mit nur und so und so viel Recraft mitnehmen, muss ich ehrlich sagen, also ist mir eigentlich relativ Latte. Also ich spiele so, wie ich das für richtig halte. Und das ist für mich auch auf jeden Fall einfach mit so viel Recraft, wie ich immer brauche. Und ich brauche schon in Streamrunden eigentlich immer meistens ein bisschen mehr. Ja, das TP sollte verlinkt sein. Cheat. Egal. Dadurch, dass wir Copycat sind, juckt es auch nicht so sehr. Das war jetzt ärgerlich. Das war mehr als ärgerlich, dass die Ding schon gelootet war. Aber selbst wenn sie jetzt nicht gelootet wäre. Ja, wobei, wenn da jetzt knackiges Eisen drin gewesen wäre, hätte ich mir schnell ein Schwert gemacht. Das stimmt schon. Ich glaube, ein bisschen entspannte Musik ist für diese Uhrzeit noch ganz in Ordnung. Wir können ja dann später, wenn es ein bisschen später wird, dann auf jeden Fall nochmal switchen, dass es vielleicht uns ein wenig wacher macht. Aber um die Uhrzeit was Entspannteres ist auch erstmal angenehm. Warum respawnst du? Ich respawne, weil ich einen Rang habe. Das, ist, ich weiß gar nicht, mit welchem Rang was möglich ist, aber es gibt Ränge. So war es jedenfalls früher immer in HG schon. Mit bestimmten Rängen kannst du in den ersten 3 Minuten respawnen. Mit anderen Rängen kannst du in den ersten 5 Minuten respawnen. Ja, um 8 aufgestanden. Ja, um 8 wach gemacht. Um 8:30 aus dem Bett gekommen, ja. So kannst du es sagen. Ich habe meinen Twitch-Account vor 7 Jahren erstellt. Ich glaube, der Account hier ist auch schon 7 Jahre alt.
Aber als ob du den vor 7 Jahren erstellt hast. Ich meine, wir haben den vor 7 erstellt und da waren wir schon kleine Keks. Du hast mit 9 den Twitch-Account erstellt. Krass. Heute wieder Craft Attack. Weiß ich nicht, wir lassen uns überraschen, was wir heute alles so machen werden. Ich weiß es halt, ich stehe nicht auf und plane meinen Stream so perfekt. Sollte man vielleicht manchmal machen, aber ich plane es da wirklich nicht so perfekt voraus. Ich könnte mir vielleicht, wenn eher noch vorstellen, was heute ganz praktisch wäre, eine Challenge noch zu finishen. Eine dieser Challenges wäre zum Beispiel die Wolfie-Challenge. Aber ich drücke mich die ganze Zeit vor der Wolfie-Challenge einfach, weil ich keinen Bock habe, Enderman zu farmen. Weil da haben wir das so gemacht, dass wir einfach Enderman gekillt haben. Und Enderman killen habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Weil da haben wir es noch so gemacht, dass wir gar nicht mit dem Schiff rausgefahren sind, um die Dings zu looten. Sondern da hat man es primär noch gemacht, indem wir uns Dings geholt haben. Einfach Enderman und dann sind wir meistens auf Looting-Schwellern gegangen. Das ist halt so mit. Da habe ich echt wenig Bock drauf. Wie heißt das Pack nochmal? Wie ich jetzt gerade schon dreimal gesagt habe, einfach Ausrufezeichen RP in den Chat, dann kriegt ihr es vom Bot angezeigt. RP. Ausrufezeichen RP. So, aber jetzt, nochmal sage ich es nicht. Also wenn es jetzt in den nächsten 3 Minuten nochmal die Frage kommt, dann kriegen wir ernstere Probleme, meine Süßen. Im Discord die Challenge-Vorschläge gesehen. Ich habe gesehen, dass du normales Skyward vorgeschlagen hast. Richtig oldschool unterwegs. Aber eigentlich ist das auch ziemlich nice. Was macht Copycat? Wenn ich einen Kill mache, krieg ich das Kit von dem Typen, den ich gekillt habe. By the way, sehr funny. Sehr funny. Leute, danke wirklich. Also wirklich 10 out of 10 Variety Content. Comedy Chat. Das ist dann schon krass, was ich hier lese. Wirklich. Ausrufezeichen Roleplay. Was meinst du? Macht mein Chat jetzt gerade hier Roleplay? Könnte man das gerade vermuten? Sie wollen die Rolle annehmen von einem unlustigen Chat. Spaß, ich will euch ja nicht zu nahe treten. Das ist eine Map, von wo man auch ins End gehen kann. Oh, okay, jetzt verstehe ich's. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur gelesen, dass du Skyblock vorgeschlagen hast, aber ich hätte mal vielleicht noch weiter lesen sollen. Okay. Guck mal, ich weiß nicht, ob ich einfach rusty bin oder es einfach nicht mehr gewohnt bin, aber wenn ich einfach rein... Also, guck mal, macht der jetzt nicht... Das ist doch jetzt nicht normaler Steinschwertschaden, was der macht. Doch, ist es. Holy shit. Ich bin einfach ein kleiner Keck. Ja, ich bin ja erst kurz vor 10 online gekommen. Tut mir leid. Ging leider nicht anders. Ich habe es nicht anders geschafft. Okay, Boxer, nice. Boxer spiele ich gerne. Also Boxer ist ein Kit, da kannst du prinzipiell nie was falsch machen. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, ob du mit Boxer jetzt weniger Schaden bekommst. Aber ansonsten wäre das auch so ein Kit, was ich Anfängern eigentlich immer empfehlen würde. Wenn jetzt hier gerade nochmal ein paar subversierte Spieler sind, was für ein Kit würdet ihr am Anfang eigentlich also Anfängern oder Einsteigern empfehlen? Kein Crit-Schaden. Ja, das ist ja schon weniger. Non. Ja, eigentlich, also mit Boxer. Boxer oder Stomper. Stomper macht vor allem auch, glaube ich, Spaß, als Anfänger zu spielen, weil du kannst, du towerst dich. Ich glaube, Stomper oder generell irgendwelche Tower-Aktionen zu starten, während du so das erste Mal spielst und so, ist eigentlich ziemlich nice. Oder Achilles. Aber ich sag mal so, ja, mit Achilles kriegst du aber relativ, also sag ich mal, da kannst du gegen andere Anfänger auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher spielen. Weil, ich sag mal so, gegen erfahrene Spieler, die das dann eh rafft mit Holzschwert, die killen dich so oder so, auch wenn du nicht Achilles bist oder ein anderes Kit nimmst. So. Ja. Spielst du auch Rocket League? Tatsächlich gar nicht, also aktuell schon eine Weile, ja. Seitdem ich mal das letzte Mal Rocket League gespielt habe. Why early? Weil ich heute Abend nicht zu Hause bin. Und deswegen jetzt schon der Stream kommt. Was bewirkt Achilles? Dass du von allen Schwertern die vorherige Stufe Schaden bekommst. Das heißt, wenn jemand mit einem Eisenschwert auf dich drauf geht, kriegst du Steinschwertschaden. Aber
bei einem Holzschwert, sollte dann gegen ein Holzschwert verwenden, kriegst du Diamantschwertschaden. Und das ist halt der Counter dagegen, der halt dann doch schon ziemlich stark ist. Viper. Viper ist auch okay. Viper bockt schon. Viper ist in Ordnung. Ich finde es nur manchmal ein bisschen schwierig, wenn dein Gegner brennt oder gepoisoned ist, dann kriegt er halt permanent halt immer wieder, ne, auch ein bisschen Schaden. Und dadurch, durch diesen Single-Tick, den er da dann bekommt, ist das immer ein bisschen unangenehm. So, Jungs, aktiv erstmal ein bisschen Eisen geholt, oder was sagt er? Moin. Ja, dann lass uns 1-1. Gambler kann auch Spaß machen. Gut, ich habe selber ein bisschen Eisen geholt. Gibst du viel Geld für Klamotten aus? Wenn ja, für was oder welche Marke? Ne, ich kaufe mir schon mal Klamotten. Aber jetzt nicht überdurchschnittlich viel, glaube ich. Also, ich denke mal, für den Wohlfühlfaktor sind schon Klamotten gut wichtig und so. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich könnte mein ganzes Leben auch nur, weiß nicht, einfarbige 5-Euro-T-Shirts tragen. Und es würde mich nicht unbedingt trauriger machen. Da ist mir einfach manches halt wichtiger. Also, mir ist schon mein Bild nach außen schon wichtig. Das würde ich nicht verneinen wollen. Aber ganz ehrlich, mir wäre dann lieber wichtiger, einen stabilen Haarschnitt zu haben. Und wenn ich jetzt weniger Kohle hätte, ja, dann ganz ehrlich, trage ich ein paar billige T-Shirts oder so. Ich würde lieber zum Beispiel, wenn du mir jetzt zum Beispiel 50 Euro geben würdest, ja, und ich muss mit 100 Euro mit Schuhen und allem drum und dran. Wenn du mir 100 Euro gibst und ich müsste jetzt sozusagen ein Outfit zusammenstellen. Oh mein Gott, was laber ich hier? Also, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich würde locker drei Viertel. Also, ich würde. Nee, das ist schwierig wegen Schuhen. Aber angenommen, ich hätte jetzt 50 Euro, ja? Und müsste mir nur jetzt Klamotten, die ich als anziehe. Also Hose, Oberteil und so. Ich würde halt einfach 5 Euro für ein Oberteil ausgeben. Und den Rest dann einfach für eine nice Hose. So. Ich finde, eine Hose ist für den Schnitt und so weiter. Eine Hose macht viel mehr aus manchmal als ein Oberteil. IMO. Ja, Hulk ist ein bisschen, aber Endermage ist jetzt nice. Die Runde ist generell ziemlich chillig, muss ich sagen. Wie findet ihr die Musik? Findet ihr die Musik ein bisschen anstrengend? Wenn ja. Unterwäsche lässt er weg. Ja, scheiße, jetzt mal. Also. Jetzt mal von dem Stuff, den du siehst, ne? Ist er jetzt wieder ein Viper? Ist Viper zufälligerweise ein Freakit? Moin. Ich muss sagen, das gefällt mir momentan in Dojo sehr gut. Es gibt relativ viele Spieler und man kennt jetzt auch nicht unbedingt jeden. Aber ich sehe hier viele Capes, das gefällt mir. Hehe, Ausrufezeichen Cape. Und das war eine Zeit lang anders. Also als man Streamrunden gespielt hatte, da war es voll mit Leuten, die man halt eh aus dem Stream immer wieder kannte. Und wir hatten halt sozusagen immer nur unsere Streamrunden-Community. Da hatte man 15 Spieler und da waren 10 Stück davon halt eh Leute, bei denen man halt einen 5-Minuten-Fight hat oder bis zum Feast wartet. Das ist momentan halt nicht so. Da hat man halt wenigstens eine Menge Fights und so, das bockt. Und dann ist der Anreiz auch viel, viel höher, finde ich, jetzt hier mal auch eine ordentliche Runde zu ballen. Madman. Oh, Madman am Feast. Ich liebe es. Danke, Mann. Was macht das Kit? Oh, stimmt. Madman war ja immer das Frage-Kit auch. Bei Madman, je mehr Leute um dich herumstehen, umso mehr Schaden machst du denen. Naja, also um 19 Uhr das Event werde ich glaube nicht mehr bekommen. Ich bin heute Abend auf dem Geburtstag.
Ich glaube nicht, dass ich zurückfahren werde, um das HG-Event zu spielen. Lieber Surprise, man hat am Anfang keine Coins. Ist es dann so mit Surprise? Ja, bestimmt, mit Surprise kannst du jedes Kill bekommen, ja klar. Surprise ist nice. Manchmal glaube ich, wäre es ganz praktisch, wenn man irgendwie nachträglich auf Dojo, also das ist jetzt in meinem Case so, dass man einfach, dass ich jetzt einfach nachträglich zum Beispiel Kit Info und dann Leerzeichen Madman machen könnte, dass man einfach so einen Text einblenden lassen könnte, der auch am Anfang bei der Kit-Auswahl dasteht. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sozusagen einfach dann dazu stehen hat, so, yo, das Kit macht das und das. Und dann muss ich nicht jedes Mal, dann kann man, na gut, die Leute, die vielleicht fragen, werden es dann trotzdem nicht unbedingt direkt verstehen, aber ja. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich weiß, also ich glaube, der Link, der führt doch zum Donut-Ding, oder? Oh, sorry. Bro, holy shit. Oh, Digga, bin ich jetzt ernsthaft Redstoner? Hey, super. Okay, von allen Kits, die so ganz nice sind, muss ich sagen, Redstoner ist jetzt nicht unbedingt mein Traumkit. Trap und am Fies, ne. Alright. Erstmal am Spann am Zombie gestorben. You know him. Was macht Redstone dann? Ja, Redstone ist nicht krass. Redstone, dann kriegst du normalerweise am Anfang der Runde halt so Redstone-Items. Halt diese Items hier. Aber, yo. Das brauche ich tatsächlich nicht. Weil ich, jetzt eigentlich keine größeren Redstone-Konstruktionen geplant habe. Ich möchte jetzt einfach nur stabilen Dia-Stuff haben. Ja, dann würde ich sagen, den habe ich. Ich glaube, das kann man als stabileren Diamond Stuff durchgehen lassen. Danke, Bro. Vielen, vielen Dank, merci. Das ist sehr, sehr lieb. Boah, okay. Nett. Nett, nett, was er hier. Sorry, Bro, by the way. Aber Kangaroo ist dann doch schon mal ein bisschen nice. Come on, Bro. Auf geht's. Das Gameplay kommt nicht von allein. Anchorfight. Nach dem Fies gilt die 1 der Kriegel nicht. Ja, manchmal nimmt man einfach auch ganz gerne den Recraft mit, damit dein Gegner es einfach allein nicht hat. Aber ja. GG. So kann man doch mal in den Tag hineinstarten. Die letzten 4 Runden gespielt, die letzten 4 Runden jeweils gewonnen. Freunde. Schöne Runde, die war echt angenehm. Die war echt angenehm.